السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وخيرته من خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المؤيد والرسول الأمجد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه ومبرم ختامه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال أيضا في موضع آخر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dem Herrn, der alles erschuf, alles aus nichts erschuf. Und sein Segen und Frieden möge mit seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi und seiner Ahlul Bayt sein. Ich begrüße euch herzlich mit dem Grußwort des Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und heiße euch willkommen in unserer heutigen Sitzung. Imam al-Hussein. Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam hat einen besonderen Charakter. Und er ist Kraft seiner besonderen Art und anderen Besonderheiten, die er hat, zu einem besonderen Imam bekannt unter uns. Wir sehen gleichwohl, wo Imam Hussein Ähnlichkeiten mit anderen Imamen hat. Er hat aber Besonderheiten, bei denen die anderen Imame nicht ihm das teilen, was er besitzt. Vor allem möchte ich heute Abend über eine Besonderheit sprechen. Und die Besonderheit ist, dass Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam anders als alle Neugeborenen auf dieser Welt ein Neugeborenes war, das von Anfang an, von Anfang seiner Existenz, von Anfang seiner Geburt begleitet wurde von Tränen. Imam al-Hussein wurde geboren und da flossen die ersten Tränen vom Gesandten Allahs
und von seinem Vater Imam Ali alayhi salatu wassalam. Ihr kennt normalerweise, wenn ein Kind geboren wird, ist es ein Anlass zur Freude. Man freut sich, dass das Neugeborene da ist, man hat Feierlichkeiten, man hat zum Beispiel, ist es bei manchen Kulturen der Fall, dass man bis zum 17. Tag wartet und am 17. Tag eine kleine Versammlung von Gläubigen herbeiruft und Ib'am macht, also Essen gibt und so weiter, und das feiert. Das neugeborene Kind feiert. Im Falle von Imam Hussein war das nicht so. Wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam die Tatsachen über Imam Hussein selbst von Fatima al-Zahra alaiha afdal as-salatu was-salam verheimlicht hat. Bis zu einem Tage, wo Fatima al-Zahra alaiha as-salam den Propheten dabei sieht, wie er Tränen gießt. Und sie wird automatisch besorgt. Und fragt den Gesandten, ja Rasulullah, ist denn was passiert? Hat denn mein Sohn irgendwelche Makel, irgendwelche Mängel? Ist er krank? Warum weinst du? Rasulullah sagt, ja Fatima, ich wollte es von dir heimlich halten, aber Jibra'il a.s. ist zu mir gekommen und hat mir die Nachricht über die Art und Weise des Todes von Hussein berichtet. Wie er geschlachtet wird. Und einer Schlachtung nicht normaler Art. Denn wir kennen normalerweise, eine Schlachtung ist dann eine richtige Schlachtung, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden durch den Schlachter. Rasulullah sagt in einem Hadith, dass die Berufe des Schlachters, der Beruf vom Schlachter ist ein Beruf, der verhasst ist. Es sei denn, dieser Schlachter erfüllt diese Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind, dass er nicht qasiyul qalb ist. Dass er nicht qasiyul qalb ist. Das heißt, dass er nicht eine ungerechte und schlimme, tyrannisches Herz hat. Das heißt, wenn er das Vieh, sei es ein Schaf oder ein Rind oder was auch immer, schlachten möchte, soll er im Vorfeld sicherstellen, dass dieses Vieh genügend zum Essen bekommen hat, genügend zum Trinken bekommen hat. Und er soll auch sicherstellen, dass dieses Vieh fern von seiner Familie, von seinen Kindern, von seinen Angehörigen geschlachtet wird. Besonderheiten bei der Schlachtung: bestimmte Füße, also bestimmte Pfoten müssen gebunden werden, damit das Tier nicht leidet. Das Tier muss von einem Messer, das sehr scharf ist, geschlachtet werden. Dann ist der Beruf nicht mehr verhasst, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Aber was sehen wir im Falle von Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam, Ruhil Abu al-Fida? Dazu kommen wir inshallah am Tage von Ashura, wenn wir darüber sprechen. Heute Abend möchte ich über diese Besonderheit von Imam al-Hussein, der Begleitete von Tränen, sprechen und die Besonderheit der Tränen. Warum wir weinen? Was hat das überhaupt für eine Symbolik? Und warum wir Schiiten insbesondere so sehr Wert legen, so viel Wert legen bei Hochhaltung Zeichen Allahs? Den heiligen Vers, den ich am Anfang rezitiert habe, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Wahrlich, diejenigen, die die Zeichen Allahs, die Etiketten von Allah, die Rituale von Allah subhanahu wa ta'ala hochhalten
und heilig halten. Diese Tatsache ist eine Sache, die von Gottesfürchtigkeit der Herzen herrührt. Also eine Bestätigung des Gedenkens Imam al-Husseins oder andere Tage. Den anderen heiligen Vers, den wir lesen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Erinnere sie an die Tage Allahs. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Wir haben über Sabr gesprochen, die ersten Nächte. Über Sabr von Imam al-Hussein haben wir gesprochen. Und hier in diesem Vers sagt Allah, erinnere sie an die Tage Allahs, an den Tagen Allahs, denn in dieser Sache, also an der Erinnerung von Tagen Allahs subhanahu wa ta'ala, liegen Zeichen für diejenigen, die geduldig, standhaft sind und dankbar sind. Dieses Gedenken von diesen Tagen, seien sie Freudentage, zum Beispiel Geburtstage, oder Trauertage wie dieser Fall von Imam al-Hussein, diese Sachen sind Sachen, die uns näher zu Allah bringen. Denn das sind Tage Allahs. An diesen Tagen werden wir an Allah erinnert. Denn das, was Imam Hussein getan hat, das war alles für die Religion Allahs. Ich möchte euch einen Hadith von Imam Ruda a.s. erwähnen. Aber bevor ich diesen Hadith erwähne, möchte ich einen anderen Hadith von Imam Ali a.s. erwähnen. Für diejenigen, die sich fragen, warum weinen wir überhaupt um Ahlul Bayt? Warum weinen wir überhaupt um Imam al-Hussein speziell so besonders? Dies sei eine Antwort an diejenigen, die diese Frage haben. Imam Ali a.s. sagt, und dieser Hadith ist als Hadith al-Arba'mi'a bekannt. Der Hadith vom 400. Und überliefert wird das in Bihar al-Anwar, Band Nummer 44, Seite Nummer 287. Da sagt Imam Ali a.s. Inna Allah tabaraka wa ta'ala ittala'a ila al-Arb. Fakhtarana wa akhtara lana shi'atan لينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا. علي sagt, الله سبحانه وتعالى hat die Kenntnis über alles Sein, über alles, was auf Erde und im Himmel ist. Und dieser Herr hat uns Ahlul Bayt auserwählt. Und er hat für uns Schiiten, unsere Schiiten auserwählt. Liebe Geschwister, Schiite sein bedeutet nicht nur, dass du das von deinem Mund heraus sagst, sondern Schiite sein ist eine Wirklichkeit, ist eine Tatsache. Das musst du mit deinem ganzen Wesen spüren und fühlen. Das ist eine Wirklichkeit. Allah wählt die Schiiten aus, damit sie uns zum Siege verhelfen, damit sie uns unterstützen. Sie sind freudvoll oder sie freuen sich für unsere Freuden und sie trauern für unser Zustand, den wir trauern. Und sie geben alles heraus, sei es ihr Vermögen, seien sie ihre Vermögen oder ihr selbst, das heißt ihr Leben, für uns, für Allah. Diese sind von uns und für uns. Diese sind für uns, von uns und für uns. Warum von uns? Weil wir sind diejenigen, die diese Message, diese Botschaft von Prophet und von Ahlul Bayt hochhalten. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Gottes Furcht. Das ist das, was wir anstreben. Leider haben wir heute Abend nicht so viel Zeit, dass ich noch weiterhin darüber mit euch sprechen kann. Denn wir haben noch einen Bruder hier, Herr Sayyid Majidi, ein Bruder aus Afghanistan, der euch und vor allem für die Persischsprachigen hier ein paar
Trauergedichte in der persischen Sprache rezitieren wird. Und das ist auch eng verknüpft mit dem Thema, das ich eigentlich heute spreche und auch morgen Abend, inshallah, weitermache, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir das Leben schenkt bis dahin. Also lassen wir es bis morgen Abend. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومن المستشهدين بين يديه. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.